Weiter geht's mit dem Chaos. Ich habe hier gestern Abend nochmal hier die ganzen Hölzer an der Seite rausgemacht. Also die halbe Mauer oben ist locker. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ja, jetzt habe ich hier endlich mal alles frei. Kamera hat sich aufgehangen, deswegen habt ihr nicht den gesehen, wo ich hier alles gemacht habe. Glaube ich jetzt zumindest. Ja, auf jeden Fall hier ist jetzt alles raus. So. Ich hatte glücklicherweise noch zwei Freunde hier, M&M. Danke euch beiden. Die haben ja schon mal hier gezeigt, wie die das bei sich gemacht haben. Die Verschalung. Ja, und das führe ich jetzt hier quasi weiter. In der Regel, ich gehe mal kurz hoch mit euch. So, jetzt müsst ihr da auch mal was sehen. Also, in der Regel geht man mit so einem Ringanker nur über die Außenwände einmal durch. Genau. Das wird dann sozusagen da einfach geradeaus durchgehen bis zum anderen Bau. Jetzt muss der andere noch ein bisschen hochgemauert werden, aber Schalung kann ja schon mal stehen. Ja, ich bin gespannt, wie ich das Konstrukt von außen dran kriege, weil hier ist ja der ganze Müll darunter. Da werde ich ein wenig Schwierigkeiten kriegen. Ja, ich schraube jetzt, wie gesagt, hier gleich schon mal hier an. Mein Plan ist, damit ich es nicht nur über die Außenwände habe, ich möchte auch gerne die Innenwände machen. Ja, ist jetzt wieder ein bisschen Geld mehr ausgeben für Beton, weil das wird ja einfach zugegossen. Aber ganz ehrlich, dann habe ich das so stabil, dann sollte auch nichts mehr passieren, da kommt nur Eisen rein. Und dementsprechend, wenn du hier alle Mauern verbunden hast, ja, wer soll da drüber fahren, ne? Genau. Und hier, wie ich schon sagte, da der Raum, der ist halt ein bisschen, seht ihr ja, die Steine habe ich oben hingelegt. Sobald die Verschalung dran ist, werde ich wahrscheinlich hingehen, damit ich ein bisschen Beton spare. So, jetzt seht ihr was. Dann werde ich einfach mir ein bisschen Zement anrühren. Und dann werde ich die Steine sozusagen hinlegen, dass die nicht über den Ringanker sind. Dass sie ein bisschen Grip haben, von unten zumindest. Und dann kann von oben der ganze Beton rein, links, rechts. Dann verschließt sich der ganze Kram auch. So war der Masterplan. Mal gucken, ob wir den ausführen. Ja, mein letzter Tag heute. Ich darf morgen wieder arbeiten für 3 Tage. Hab mal ein gutes Gefühl wie immer, weil das Dach ist komplett offen. Kannst auch nichts abdecken. Ich werde später, wenn ich gehe, nochmal hier die grüne Folie auf den Boden hinlegen. Einfach als Zusatzschutz. Hab da zwar schon 2 Folien, aber hier ist so viel runtergefallen. Wer weiß, ob da Löcher drin sind, ne? Na gut, dann nicht mehr lange quatschen. Voran. Ich kann euch nur den Tipp geben, so hält die Verschalung nicht sehr gut, war aber die einzige Variante, die ich alleine machen konnte. Ich hatte dann jetzt später noch einen Helfer dabei, dann haben wir anders die Verschalung nochmal stabilisiert. Die Mauer war halt nicht ganz so geil, so fest für die Dübel. Und dementsprechend haben wir einfach nur 2 Löcher durchgebohrt durch die komplette Wand, haben da so eine Stahlstrebe durchgepackt, hier so ein Stahl 8mm Ding. Dann konntest du auf der anderen Seite direkt ein anderes Holz mit gegenpacken, vorher natürlich einmal anmarkiert, angebohrt. Dafür brauchst du halt die zweite Hand oder vierte Hand. Ja, und dann konntest du einmal die 2 Stahldinger durchschieben und dann haben wir nochmal 2 Löcher nochmal durchgebohrt, also insgesamt 4, und dann mit normalem Draht zugedreht. Das ist bombenfest von beiden Seiten. Dann schauen wir uns mal die Lage hier an. Die letzten 2 Tage hat es geregnet, heute den 3. Tag in Folge. Deswegen ist gestern Evgenia noch mal schneller hier gefahren und hat hier schon mal wieder ein bisschen abgedeckt. Die Folie ist nämlich, hat den Burani gemacht. Ja, jetzt gucken wir mal zusammen. Keine Ahnung, wie es aussieht. Hier war ich gerade schon einmal drin, weil ich einmal meine Lebensmittel in den Keller reingetan habe. Hier ist jetzt alles voller Wasser. Hier unten ist alles nass. Also hier ist alles mal durchgelaufen. Und hier ist alles voller Wasser, muss ich gleich mal rausmachen. Okay, halb so schlimm. Hauptsache, hier restliche Keller, der ist jetzt trocken. Da schaue ich mal so weit. Ja, sieht doch gut aus. Also zumindest ist noch nichts hier durch die Decke gekommen. Durch den Holzboden, das ist das Wichtigste, weil sonst ist er kaputt. Hier sieht es echt gut aus. Ja, gucken wir mal oben, wie es da aussieht.
So, hier der Raum, der ist auch relativ nass. Ich hoffe, man sieht was. Hier ist auch wieder ganz viel Wasser. Hier sind überall durchs ganze Hoch- und Runterfliegen immer Mini-Löcher. Da tropft es gerade, wenn man das auf der Kamera sieht. Wo geht's denn hin? Hier in die Steine? Egal. Ja, da lag ja sonst immer meine Matratze. Die kann ich heute nicht aufstellen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich hier pennen kann. Obwohl, ich habe ja noch die Liege. Hier die Sommerliege. Da lag ich auch schon drauf. Alles gut. Kann ja nass werden, das Ding. Hier, die sind geschützt. Da passiert nichts. Alles gut. Ja, dann da ein bisschen... Das ist halb so schlimm, würde ich sagen. Klar, ein bisschen Wasser, aber hier ist ja eh nur Beton drunter. Hier ist halt egal. Genau. Dann gehen wir mal oben hin. Da, wo es nicht reinregnen darf. Also nicht im Boden. Na, Lilly, geht's so weiter. Dann schauen wir mal. Hier ist auch schon wieder Wasser voll. Okay, hier ist schon mal alles nass. Das ist nicht so schlimm. Hier tropft es noch runter. Zum Glück ist da der ganze Stromkasten abgedeckt, mehrfach mit Folie. Also da ist nichts passiert. Ich guck mal kurz, ob die Wand da irgendwie nass ist. Nö, Stromkastendecke ist gut. Hier kam dann auch ein bisschen Wasser durch. Genau, das hier sieht nach einer fetten Wasserbeule aus. Natürlich ist es. Muss ich dann auch mal leer machen. Hier, ui. Da sieht man das richtig, Wasserparty. Ja, da dann auch. Hier alles nass, aber hier ist ja auch Betonboden drin, der einzige Boden, der ist egal. Gucken wir mal hier. Hier haben wir noch so ein Konstrukt gemacht, dass man hier, dass die Plane in den Bottich reingeht. Aber wie es aussieht, hat sogar geklappt. Fena hat gestern hier nochmal die Dings hingetan, die Folie zusätzlich. Ich packe euch mal raus, ihr seht das jetzt noch nicht. Müsste man jetzt den Behälter sehen, wo alles reingeht. Muss ich gleich mal nachschauen. Da hatte ich mal Kopfschuss. Ja, sieht da gut aus. Da ist... Der ist schlecht, das ist vorm Behälter. Egal, Hauptsache Wasser aufgefangen. Mache ich gleich auch noch weg. Also hier ist nicht nochmal Wasser reingekommen. Das ist sehr schön, weil hier ist nämlich nur alles nass. Ja, Katze habe ich wieder mitgenommen hier. Ich denke mal nicht, dass er sich so wohl fühlt hier, aber geht nicht anders. Die macht mir in Wahrheit alles kaputt. Die beißt die Kabel an, bevor ich die vom Stock rausschmeiße. Kommt gut. Ja, hier sieht es ja bislang gut aus. Hier selbe Konstruktion. Ja, okay. Oh, da hat die Dachlatte gerade noch gehalten. Muss ich gleich mal das Wasser rauslassen. Ja, gut, dass ich hier komme, weil das regnet nachher wieder heute Abend und dann wäre das hier durchgebrochen. Naja, aber hier der Behälter ist auch einigermaßen voll. Ja, mache ich den Kram erstmal hier weg. Ich habe ja überall die ganzen Wasserbeulen und damit ich nicht reinstechen muss, kam mir eine geile Idee. Hab nämlich hier so eine Mini-Aquariumpumpe noch übrig gehabt. Da gehe ich jetzt mit hoch, hab die am Wasserschlauch hier angetan. Und dann Tschüssikowski. Geil, 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 geil. Dann schauen wir doch mal, ob das funktioniert, wie ich dachte. Da, Pumpe drin. Jetzt hau ich mal den Stecker rein. Hier der Schlauch, der geht da runter. Mal gucken, mal gucken. Ich hoffe, ihr seht was. So. Na, Kindersicherung hier mit den Dingen oder was? Ja. Das hört sich gut an. Yes. Siehst du? Man muss nur Ideen haben, ne? Surviving Bulgaria. Da hinten das Megaloch kann ich dann auch so wegmachen. Dann muss ich da. Gut, dass ich wirklich hier bin und boah, da reißt er doch bald, ey. Alter Schwede, ey, das ist alles hier kaputt. Verdammter Hack. Gut, dass ich hier bin, ey. Weil sonst wäre wirklich morgen Game Over gewesen, wenn es jetzt nach nochmal geregnet hätte. Ja, vielleicht habe ich ja Glück und die Mauern verbinden sich mal wieder, weil hier das war so steintrocken. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt gehalten hat. Ja, wird auf jeden Fall nass und klebt gut.
Genau, dann schaue ich mal, wie lange ich hier brauche. Ich glaube, ich hole mir jetzt ein Bierchen und gucke den Spiel mal zu. Erste ist schon fast weg. Die kleine Pfütze, die ist jetzt egal. Bei der zweiten war der Wasserstand ein bisschen zu tief da hinten. Aber ich komme ja aus der Aquaristik. Da kam mir die Idee, einfach den Schlauch reintun. Ein bisschen tiefer gehen, ansaugen und Schwerkraft arbeiten lassen. Ne? Tada! Und 10 Stunden warten, bis es vorbei ist. Gut, gut, gut. Bin ich mal gespannt, wenn das heute Nacht wieder regnet, dann darf ich hier nachts nochmal dasselbe machen. Ich bin schon richtig Bock drauf. Fünfter Tag in Folge jetzt am Regnen. Aber mittlerweile gewöhnt man sich dran und ja, das passt irgendwie, ne? Auch wenn hier alles offen ist, regnet es gerade nicht rein. Ist ein wenig windig mit dabei, sehr gut. Ja, hier drauf penne ich immer. Und du kannst halt die ganze Zeit nichts machen. Ich wollte eigentlich draußen die Verschalung weitermachen, aber ja, wenn es regnet, bin ich nicht so der Freund davon. Hier kommt auch nichts mehr rein, beziehungsweise hier tropft es die ganze Nacht immer, deswegen steht da der Eimer. Hier sind meine Nervenkatzen. Na, lass mir raus. Und ja, und dann kannst du natürlich nicht viel machen, wenn du hier bist. Zum Glück habe ich mir meinen alten Laptop mitgenommen, mit dem ich auch die Videos schneide. Krieg's aber gerade nicht hin, weil der einfach nur langsam ist. Also der ist schon 15 oder 12 Jahre alt. Und ich habe mir gerade einen extra neuen bestellt, dass ich überhaupt Videos machen kann, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich mache ja hier die Zeitvorsprünge, dass das immer schnell läuft auf der Kamera. Und die muss ich in den Programm immer einmal laden lassen. Und das dauert erstmal gefühlt ja, so eine Stunde, ist aber 10 Minuten Wartezeit pro Clip. Also du kannst erstmal 2 Stunden das Ding anlassen, alle Clips reinziehen in deiner Timeline. Und dann lädt er erstmal eine Stunde vor, bis du überhaupt arbeiten kannst. Und das bei jedes Mal. Ich habe nämlich das auch eingestellt, dass er das eigentlich speichern soll auf der Festplatte, aber geht irgendwie nicht. Naja. Und deswegen hoffen wir jetzt auf den neuen PC, dass er besser wird. Ja, hier geht's. Ist noch nicht viel. Kann ich nachher wieder absaugen. Fällt so weit. Ja, und an sich, da gehe ich jetzt nicht rein. Ist auch alles okay. Muss jetzt nur noch abwarten, bis es mal wieder besser wird. Hier wollte ich eigentlich die Verschalung anbringen. Los, ja, wie ihr seht. Na, ja, falsche Hand. Aufpassen, wie ihr die Hand dreht, ne? Ihr rechnet's. Na gut, dann mache ich mir erstmal einen Kaffee und ziehe mir noch irgendwelche witzigen YouTube-Videos rein. Und warte, bis der Regen vorbei ist. Hier siehst du das doch. Und dann kann ich hier mal die Außenverschalung heute machen. Also zumindest die Bretter hier. Ob ich ganz fertig werde, keine Ahnung. Ich habe halt das Problem mit der Leiter, dass sie ein wenig biegt. Also hier die Dinger, ne? Die Bretter. Weil wenn ich mich jetzt hier oben drauf stelle, dann geht doch schon hier die hier bei meinen 115 Kilo richtig in die Knie. Und da bin ich ein wenig auf 4-5 Meter schissig. Deswegen mal gucken, ob ich lieber warte, bis der Kollege dann wieder da ist. Der ist ein bisschen sportlicher. Deswegen. So I really, really wanna know what the hell you waiting for.